Lesen Sie jetzt in der Deutschen Stimme. Die mündliche Verhandlung im NPD-Verbotsverfahren bestimmte lange Zeit die Medienberichterstattung. Deutlich wurde dabei, Karlsruhe war alles andere als ein Spaziergang für die Verbotsforderer der etablierten Parteien in Gestalt des Bundesrates. Die Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht ist auch Schwerpunktthema der April-Ausgabe der Deutschen Stimme. Im Leitartikel verdeutlicht der NPD-Parteivorsitzende Frank Franz, warum das Verfahren nicht weniger als eine Zerreißprobe für den Rechtsstaat bedeutet. In einem Interview widerlegt der Prozessbevollmächtigte der NPD, Rechtsanwalt Peter Richter, noch einmal die Vorwürfe des Bundesrates und ein umfangreicher Karlsruhe-Report von DS-Chefredakteur Peter Schreiber rundet die Berichterstattung ab. Es ist gewiss kein Zufall, dass die Entscheidung über die Zukunft der NPD in eine Zeit historisch anmutender Umbrüche fällt. Stellt sich doch für Deutschland und Europa nicht weniger als die Frage von Sein oder Nichtsein. Genau dies eröffnet aber auch neue Chancen für die Partei der ethnischen Deutschen, die man genau deshalb am liebsten wegverbieten möchte. Warum das auch diesmal nicht gelingen wird, sagen wir Ihnen in der Deutschen Stimme. Natürlich nehmen auch Beiträge rund um das Thema Asyl und Zuwanderung wieder breiten Raum in der neuen DS ein. Moritz Altmann entlarvt die Heuchelei feministischer Kreise angesichts der sexuellen Übergriffe durch Migranten, während DS-Redakteur Jürgen Gansel die Asylkrise in einen Zusammenhang mit dem Niedergang der finanzmarktgetriebenen Wirtschaftsweise setzt und eine Revitalisierung des Nationalstaats als Schutzfaktor voraussagt. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern Europas wächst der Widerstand gegen die Invasion aus Nordafrika und dem Nahen Osten, die Diktate des Finanzkapitals und die Bevormundung aus Brüssel. Die Deutsche Stimme macht deutlich, dass zur Lösung der vielfältigen Krisen die Wiederherstellung von nationalstaatlicher Souveränität unabdingbar ist. Mit dieser Position hat die DS ein Alleinstellungsmerkmal auf dem weitgehend gleichgeschalteten Zeitungsmarkt. Der außenpolitische Teil beschäftigt sich mit dem Brexit, also einem möglichen Austritt Großbritanniens aus der EU und dem Durchmarsch des republikanischen US-Präsidentschaftsbewerbers Donald Trump. In der Rubrik Wir selbst finden Sie neben der gewohnten Berichterstattung aus dem Europaparlament und dem Landtag von Mecklenburg-Vorpommern unter anderem eine Nachlese zum diesjährigen Gedenken an die Opfer der Bombardierung Dresdens. Wir leben in spannenden Zeiten. Wer hätte es noch vor ein paar Jahren für möglich gehalten, dass sich ein Land einmal per Volksabstimmung aus der EU verabschieden könnte? Und in Amerika besteht die reale Chance, dass sich ein Kandidat durchsetzt, der unabhängig von den großen Lobbys agieren kann und mit dem unseligen Erbe der US-Neocons aufräumen will. Die Deutsche Stimme analysiert, welche Chancen sich für Deutschland aus den Entscheidungen auf internationaler Ebene ergeben. Schließlich bietet die April-Ausgabe der DS im Feuilleton wieder anspruchsvolle Kulturbeiträge. So setzt sich der Diplomgrafiker Baldur Landogard im zweiten Teil seiner Betrachtungen über den Jahrhundertfälscher Beltracchi mit der Charlatanerie in der modernen Kunst auseinander. Während DS-Redakteur Thorsten Thomsen den französischen Schriftsteller Renaud Camus porträtiert und seinen gerade erschienenen Sammelband Revolte gegen den großen Austausch vorstellt. Mit seinem Schlagwort vom großen Austausch hat Renaud Camus die derzeitige Entwicklung auf den Punkt gebracht. Die Verdrängung der gewachsenen Völker in Europa durch Fremde schreitet voran. Die Eroberungsreligion des Islam breitet sich immer weiter aus. Das eigene kulturelle Fundament schmilzt ab. Camus bietet mit seiner Revolte gegen den großen Austausch das passende Rüstzeug und die richtigen Argumente, um den Kampf um den Erhalt Europas und seiner Völker auch auf geistiger Ebene führen zu können. Dies und vieles mehr finden Sie in der aktuellen Ausgabe der Deutschen Stimme. Sichern Sie sich noch heute die April-DS und zwei weitere Ausgaben für nur 5 Euro. Oder bestellen Sie gleich ein Jahresabo für nur 30 Euro unter www.deutsche-stimme.de/abonnieren. Deutsche Stimme, Monat für Monat die andere Meinung.